Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking YouTube-Channel. Und zwar werden wir heute auf ein Video reagieren zum Thema Fasten. Warum fasten wir im Ramadan? Fragezeichen. Ich muss so um die Flasche rum gucken. Und einfach mal ein paar Infos zum Thema Fasten, ja? So, wir gehen rein. Let's go. Blick aufs Fasten werfen. Denn wenn wir ehrlich sind, hat sich das Fasten des Monats Ramadan auf äußerliche Merkmale reduziert. Man isst und trinkt halt nicht zwischen Fajr und Maghrib, noch nährt man sich seinem Ehepartner und fertig. Ja, manche Leute beten sogar nicht mal die 5 Pflichtgebete, aber essen und trinken trotzdem nichts. Als ob sich alles nur auf dieses sichtbare Merkmal reduziert. Wir wollen in diesem Video einmal über die Spiritualität hinter dem Fasten sprechen. Was sind die Weisheiten und Hintergründe, die sich tief im Fasten verbergen? Geil, das interessiert mich auch. Ich denke, zuerst einmal sollten wir verstehen, dass das Fasten eine gewaltige Schule ist. Das Fasten ist unsere jährliche, immer wiederkehrende Schulung. Hier werden wir gefestigt und auch weitergebildet, dass wir uns weiterentwickeln und zu besseren Diener Allahs wenden. Das Fasten hat eine ganz besondere Auswirkung auf die Seele des Muslims. Denn durch das Fasten werden wir erzogen. Allah Ta'ala lehrt uns, Geduld zu zeigen und gegen unsere Triebe anzugehen und sie zu besiegen. Voll stark. Ist eigentlich ein sehr, sehr, sehr geiles Tool. Sehr nices Tool, was auch meiner Meinung nach jedem Menschen irgendwie helfen kann, nicht nur Muslimen. Denn wir verspüren Hunger und Durst und auch andere Triebe. Aber trotzdem ziehen wir durch bis zum Adhan des Maghrib-Gebets. Und hier liegt die Lehre. Denn wenn wir es schaffen, nur einen der 12 Monate für nur eine bestimmte Anzahl an Stunden auf eigentlich erlaubte Dinge zu verzichten, dann lernen wir daraus erst recht auf die verbotenen Sachen zu verzichten. Allah Ta'ala sagt, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Oder ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. Das Fasten ist unsere jährliche Schulung. Auch der und auch dieses Bewusstsein dafür, wie wertvoll es ist, dass man jeden Tag essen und trinken darf, ne? Immer aufs Neue versuchen, die Taqwa zu verinnerlichen. Und mit der Taqwa ist gemeint... Stimmt. Rioma 3, Christen fasten ja auch. Da gibt es auch ein Fasten. Ich kenne mich da nicht so aus, aber da ist auch, glaube ich, mit Trinken oder so. Und dann auch kein Fleisch, sondern nur Fisch und sowas, glaube ich, ne? Dass man sich einen Schutz aufbaut zwischen sich selbst und der Strafe Allahs, indem man die Befehle Allahs ausführt und seine Verbote meidet. Und subhanallah, das Fasten zählt zu den Taten, die eigentlich kein Mensch überprüfen kann. Keiner bemerkt etwas, wenn man heimlich einen Schluck Wasser zu sich nimmt oder in den Kühlschrank greift. Aber trotzdem, subhanallah, trotz der Abwesenheit der Blicke, fastet man und ist standhaft, weil man Allah Ta'ala fürchtet. Und man weiß, dass Allah Ta'ala einen sieht, wo immer man auch ist. Und jetzt kommt's. Wer das einen Tag lang praktiziert und eine Woche und einen ganzen Monat, der verinnerlicht inshallah, dass Allah Ta'ala einen immer sieht und beobachtet. Und somit wird man zu einer Person, die Allah Ta'ala anbetet, als ob man Allah Ta'ala sehen würde. Und zwar nicht nur in Bezug auf das Essen und Trinken, sondern in Bezug auf alle Bereiche des Lebens. Dieser Iman, der einen abhält, einen Schluck kühles Wasser an einem heißen Fastentag zu nehmen, obwohl man ganz alleine ist und keiner einen sieht, dieser Iman bildet eine rechtschaffene Gemeinschaft von Muslimen. Das sind die Leute, die auch nach dem Monat Ramadan auf die Verbote verzichten, weil sich das Prinzip, dass Allah Ta'ala sie beobachtet und sie Rechenschaft ablegen müssen, dieses Prinzip hat sich in ihren Herzen tief verankert. So einfach wie es im Ramadan ist, sich eine Flasche Wasser zu öffnen, so einfach ist es heutzutage leider viele Sünden zu verrichten. Oftmals sind Sünden nur einen Klick entfernt. Doch einzig und allein wegen Allah Ta'ala unterlässt man dies. Das ist Taqwa. Und das ist wichtig. Es geht nämlich darum, unsere Seele zu erziehen, zu wachsen, unsere Persönlichkeit zu formen, Allah Ta'ala zu gehorchen und nicht nur um eine Art Diät. Ramadan ist einer der besondersten Monate. Sobald dieser Monat eintritt, verspürt man ein gewisses Etwas. Es ist ein besonderes Gefühl, diese Stärkung des Imans, diese Rechtschaffenheit. Wie viele Leute beginnen zu praktizieren im Monat Ramadan? Wie viele Schwestern fangen an, sich zu bedecken?
Wie viele Leute zieht es bis spät in die Nacht zum Tarawih-Gebet? Leute, die früher vielleicht nicht mal zu Jumu'ah gebetet hätten. Sobald die erste Nacht des Ramadans eintritt, beginnt bereits diese besondere spirituelle Zeit, in der man sich einfach zu Allah Ta'ala hingezogen fühlt. Denn Allah Ta'ala schenkt uns eine gewaltige Erleichterung in diesem gesegneten Monat. Und zwar werden die Shayatin und die üblen und schlimmen Jinn in Ketten gelegt. Und das ist ein gewaltiges Geschenk und eine enorme Erleichterung. Denn wie oft halten einen die Shayatin über das gesamte Jahr davon ab, gute Taten zu verrichten? Wie oft haben sie einen großen Einfluss und verführen und täuschen die Menschen? Doch in Ramadan werden sie in Ketten gelegt. Und wenn man ehrlich ist, dann spürt man, dass ihr Einfluss viel geringer ist. Auch die sogenannten üblen und schlimmen Jinn werden gefesselt. Denn dieser Monat ist ein Monat der rechtschaffenden Menschen. Ein Monat der Ibadah, des Fastens, des Betens, des Spendens. Als ob Allah Ta'ala diese Shayatin fesselt, um uns den Weg zu seinem Gehorsam zu erleichtern. Dann werden ebenso die Tore der Hölle geschlossen und auf der anderen Seite die Tore des Paradieses geöffnet. Also mit anderen Worten, worauf wartest du noch? Der Weg ist frei. Und ein Rufer wird rufen, O du, der Gutes will, komm! Und O du, der Schlechtes will, halte dich zurück. O du gläubiger Muslim, der gute Taten verrichten will, komm! Und wende dich Allah Ta'ala und seinem Gehorsam zu. Und O du Sündiger, der Schlechtes will, halte dich zurück und unterlasse deine Sünden. Eine weitere Sache, die ich gerne ansprechen möchte, bezüglich des Fastens. Wenn der Muslim voll schön fastet, dann spürt er dieses Gefühl, etwas zu hungern und Verlangen nach Trinken zu haben. Und wenn wir uns einmal auf der Erde etwas umsehen, dann werden wir feststellen, dass viele Menschen auf der Erde nicht genügend Nahrung haben. Viele Millionen von Menschen. Hey, das bringt mich auch gerade wieder auf das Thema, was wir uns, mit dem wir uns letztes Mal beschäftigt haben. Ich habe ja im Livestream das Video über Afrika mir reingezogen, über das ärmste Land der Welt. Und ich habe auch an dem Tag, ich musste noch 3-4 Mal daran denken, habe jedes Mal auch Tränen bekommen, wirklich von Herzen geweint, schon lange nicht mehr so krass geweint. Und was mich am meisten berührt hat, ist, dass einer aus unserer Community mir im Nachhinein geschrieben hat per E-Mail, dass ihn das auch extrem mitgenommen hat. Und dann hat er mir noch einen Screenshot geschickt, wie er halt 100 Euro an eine Afrika-Hilfe gesendet hat. So. Und das hat mich dann auch nochmal emotional voll krass mitgenommen. Und ich allgemein, ich habe diese Bilder die ganze Zeit in meinem Kopf so. Ich will das auch nicht mehr vergessen. Ich wusste, dass Menschen sterben an Hunger und so, aber dieses eine mit der Familie, wo die Mutter gesagt hat, ich habe eigentlich 4 Kinder oder ja doch 4 Kinder, aber 3 davon sind gestorben, weil sie nichts zu essen hatten und so. Das ist so tief in mein Herz und in meinen Kopf reingegangen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und ich will das auch nie wieder vergessen und ich will noch dankbarer dafür sein, was ich leben darf und kann. Weißt du, was ich meine so? Im Vergleich zu anderen Menschen und vor allen Dingen will ich auch, wenn ich erfolgreich wieder sein werde, was auf jeden Fall der Fall sein wird, dann genau diesen Menschen irgendwie versuchen zu helfen, weißt du, was ich meine? Irgendwas anzustoßen, was irgendwie zu was Besserem beitragen kann auf der Welt, weißt du, was ich meine? Keine Ahnung, Alter. Das ist einfach schwer, wenn ich will, dass jeder das im Kopf hat, dass jeden Tag Menschen sterben, weil sie nichts zu essen haben, so. Und es darf auch nie wieder da rausgehen, bis es nicht mehr der Fall ist. Haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und wie viele Menschen verhungern und verdursten jeden Tag, jede Stunde, sogar jetzt, in diesem Moment. Die Vereinten Nationen schätzen sogar, dass weltweit knapp 800 Millionen Menschen hungern. Was für eine unvorstellbare Zahl. Subhanallah, das ist 10-mal die Bevölkerung von Deutschland. Alle 10 Sekunden stirbt ein Kind unter 5 Jahren an den Folgen von Hunger. Siehst du, diese Sätze, die hört man ab und zu. Dieses hört man ab und zu, aber wenn du dann diese Bilder dazu hast von diesem Video, was wir uns reingeguckt haben, ich weiß nicht, Digga, das ist hart. Mehr als 2 Milliarden Menschen weltweit haben keinen dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser. Löst das in dir etwas aus? Es sollte eigentlich jeden von uns berühren und motivieren zu spenden. Und deswegen gebe ich dir wirklich, wirklich einen gut gemeinten Rat. Berichte auch deinen Freunden von diesem Kurs. Erzähl ihnen davon, dass sie die Möglichkeit haben, doppelt und dreifach Gutes zu erreichen,
indem sie auch diesen Ramadan-Kurs gemeinsam mit uns allen absolvieren. Denn bedenke, dass der komplette Gewinn dieses Kurses an die WIPSO-Hilfsorganisation geht. Somit hast du gespendet, erlernst neues Wissen und inshallah erleben wir gemeinsam den besten Ramadan unseres Lebens. Wenn wir all das so hören, dann verstehen wir vielleicht jetzt auch, warum unser Prophet und Vorbild Muhammad sallallahu alaihi wasallam der großzügigste überhaupt war. Ibn Abbas radiallahu anhuma sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war der großzügigste aller Menschen im Guten. Und er war im Ramadan am großzügigsten, dann, wenn Jibril ihn traf und ihm den Koran lehrte. So war der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam großzügiger im Guten und dabei schneller als der Sturm. Möge Allah ta'ala uns ermöglichen, unser Fasten auf beste Art und Weise zu gestalten, indem wir unsere Seele reinigen und die Stufe der Taqwa und die Zufriedenheit unseres Herrn erlangen. So viel zu diesem Thema. Und dann bis zum nächsten Video, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cooles Video. Cooles Video, finde ich. Man hat was mitgenommen und gelernt. Definitiv. Fand ich schön. Rioma 3112 sagt richtig, das, was du sagst, Leon. Es ist sogar wichtiger zu handeln, als nur zu glauben. Der Glaube sollte einen dazu bewegen, anderen, die in Not sind, zu helfen. Wir sind alle irgendwie connected. Ein Manifest des allgemeinen Bewusstseins. Sehr schön gesagt.